Macht euch bereit für die Geschichte des verlorenen Buches der Prophezeiung. Wahrlich ein Buch voller Rätsel und Geschichten zukünftiger Ereignisse. Viele wollten des Buches habhaft werden, um ihre Zukunft zu erblicken. Keiner der Besitzer dieses Buches ist jedoch jemals glücklich geworden. Nach dem Grund fragst du? Dieses Buch enthält fürchterliche Geheimnisse. Man nannte es das dunkle Prognostikon und schloss es weg. Diese Geschichte erzählt von seinem letzten Besitzer und von einer großen Liebe. Aua, oh, was ist mit mir geschehen? Wo bin ich hier? Hey, 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 ihr seid erwacht, Prinzessin. Hä? Bowser? Was geht hier vor sich? Graf, die Vorbereitungen sind nun abgeschlossen. Gut, gut. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Auftritt von Graf Knickwitz. Bowser, grimmiger und gefürchteter König der Koopas. Willst du Peach zu deiner Frau nehmen bis ans Ende aller Spiele? Peach heiraten will? Machst du Witze? Ich sage ja. Peach, hochwohlgeborene Prinzessin reinen Herzens, nehmt ihr Bowser zu euren angetrauten Ehemann bis ans Ende aller Spiele? Jetzt reicht es mir aber. Ihr werdet mir erklären, was hier vor sich geht. Auf der Stelle. Ist das nicht offensichtlich? Dies ist eure Hochzeit. Aber warum um alles in der Welt heirate ich Bowser? Oh, Knickwitz, keine Ansprüche von dieser Seite, alter Junge. Der Graf hatte eine Menge Arbeit an der Vorbereitung. Enttäuschen wir ihn nicht. Entspann dich. Wir werden heiraten und ein liebevolles Paar sein und alles wird gut. Nein. Und wer dieses Kleid ausgesucht, es ist grässlich. Bring mich sofort zurück in meinen Palast. Also, schlechtes Benehmen gegenüber dem Grafen ist nicht akzeptabel. Also, Prinzessin, versuchen wir es noch einmal. Nehmt ihr Bowser zu euren angetrauten Ehemann bis ans Ende aller Spiele? Nein. Ach, das ist äußerst hartnäckig. Aber niemand widersetzt sich meiner Superhypnose. Ich will, sagt es, Kay. Oh, oh. Ich will. Was? Was um? Wo bin ich hier? Huch, ist das nicht Peach da drüben? Und dieser Typ, das ist doch... Knack, so steht es im dunklen Prognostikon geschrieben. Es ist bereits erfesselt, das dunkle Herz. Ich gratuliere euch, Graf. Stopp! Wer bist du? Das fragt dich Graf Knickwitz. Ha! Ich sage doch nicht jeden Schurke meine Namen. Jetzt wird Luigi euch für eure Schlechtigkeit bestrafen. Hier komme ich. Ich muss Sie bitten, sofort damit aufzuhören, okay? Wenn Sie das jetzt stören... Das ist die Stelle, an der Luigi die Prinzessin rettet.
Seid ihr noch nicht wach? Narren, sinnlose Aktion, das bringt ihnen nur Schmerzen ein. Nun gut, das dunkle Herz ist in sicheren Händen. Für dieses Gesindel habe ich keine Verwendung mehr. Damit könnt ihr eine neue Seite des dunklen Prognostikons aufschlagen. Elfenlein schon, Dunkelheit. Ich schlinge alles und zerstöre alle Welten, so wie es geschrieben steht. Knicke knack. Und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play Super Paper Mario. Erschien 2007 für die Nintendo Wii. Wir legen los. Jetzt legen wir erstmal eine Schwächedatei an. Ganz, ganz wichtig. Ich bin der Basti. A. S. T. I. Ende. Diesen Namen verwenden. Ja. Einstellungen werden gespeichert. Bitte betätige nicht den Powerschalter. Speichervorgang beendet. Wunderbar. Eines schönen Tages. Also ruhig und friedlich, Bruderherz. Da kann man nur von Glück sprechen. So viel Ruhe und Frieden. Absolut friedlich. Fast schon ein bisschen langweilig. Da wünscht man sich was. Kabums, etwas, das uns aus den Socken haut. Wir haben Prinzessin Peach schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht sollten wir den Pilzpalast besuchen. Das wäre cool, oder? Ist schon eine ganze Weile her. Die Prinzessin würde sich bestimmt freuen. Mario, Hilfe! Toad? Was ist denn passiert? Du bist hier völlig durcheinander. Es ist schockierend. Pilzpalast, überfallen. Peach, entführt. Was? Es ist so lächerlich. Wer wäre denn zu so einer Tat fähig? Wartet mal. Natürlich, jetzt weiß ich, wer hinter der Sache steckt. Das ist die Arbeit dieses Schurken. Dann lassen wir uns nicht gefallen. Wir müssen uns in seine Burg schleichen und die Prinzessin retten. Los, Bruder, lass uns gehen. Wir zählen auf dich, Mario. Auf euch, Mario Bros. Genau zu, meine Elite-Schergen. Zeit, meinen großen Plan, den Pilzpalast zu stürmen, in die Tat umzusetzen. Heute ist der Tag, von dem an die Prinzessin nur mir gehören wird. Und als Bonus werde ich die beiden Bärtigen in den Boden stampfen. Jo! Wir werden angegriffen. Ist halt schon Witzbolde. Hey, wir sind ja diese haarigen Typen. In dieser Burg rasiert man sich. Ah, Mario und Luigi. Seid ihr hier reingekommen? Was? Mein Haupttor war nicht verschlossen? Wie oft habe ich es schon gesagt? Der Letzte schließt ab. Jetzt halt aber mal die Luft an, Bowser. Wir wissen, dass du die Prinzessin gekidnappt hast. Wo hältst du sie versteckt? Wo ist sie? Sekunde, was? Wir waren doch gerade erst dabei, unseren Angriff. Mario, Hilfe! Peach? Knickety-knack. Die Prinzessin wurde von Graf Knickwitz entführt. Du, Sekunde, von wem? Von mir, Graf Knickwitz. Auserwählter Vollstrecker des dunklen Prognostikons. Das ist Graf Knickwitz. Jener, der diese Dimension prophezeit wurde. Das ist Graf Knickwitz. Und wer redet hier nur Blödsinn?
Graf Knickwitz. Wie auch immer, lass sofort die Prinzessin frei. Ich habe hierfür keine Zeit. Niemals. Die Prinzessin wird für die Vollendung der Prophezeiung benötigt. Sie wird zur Burg Knickwitz gebracht und dabei helfen, alle Welten zu zerstören. Zerstört von Graf Knickwitz. Alle Welten zerstören? Mario. Dieser Mann hat sich die Demütigung verdient. Schwächlinge im Angesicht von Graf Knickwitz, das darf es nicht geben. Ich schlage vor, du beruhigst dich und lässt die Prinzessin frei, denn sonst... Graf Knickwitz wird die Prinzessin nicht freilassen. Und auch dich, Bowser, König der Koopas, wird Graf Knickwitz mitnehmen. Knicke die Knack. Knickety-Knack, alles läuft im Sinne von Graf Knickwitz. Jetzt fehlt nur noch das Auftauchen der Leere, so wie es prophezeit wurde. Na, Knickety-Knack. Mario? Mario? Bist du wach? Mein Name ist Tippi. Ich bin ein Pixel, so eine Art Fee. Mario, ich war auf der Suche nach dir. Schon gut, ich bin dir wohlgesonnen. Du hast ja bereits Graf Knickwitz kennengelernt. Er hat die Prinzessin und den bösen König entführt, richtig? Yeah. Graf Knickwitz hat also schon damit begonnen, die Leere entstehen zu lassen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Du musst mit mir kommen. Ja, wenn deine Freunde gerettet werden sollen, musst du jetzt mit mir kommen. Lass uns aufbrechen. So schnell wieder da, Tippi. Und wer ist das? Rotes Hemd, blaue Latzhose und ein riesen Schnauzbart. Tippi, das hast du wirklich sehr gut gemacht. Er passt perfekt auf die Beschreibung im lichten Prognostikon. Sein Name ist Mario. Willkommen, Mario. Dies hier ist Flippstadt. Es ist ein weiter Weg bis vom Pilzkönigreich bis in unsere Dimension. Allerdings ist Flippstadt keine Dimension. Nein, es liegt zwischen den Dimensionen. Ich bin Merlock, Nachfahre der Ältesten, die diese Stadt erschaffen haben. Ich studiere uralte Texte und versuche, das Ende aller Welten zu verhindern. Ah, du möchtest etwas über das Ende aller Welten erfahren? Was hier geschieht, fragst du? Also hat es dir Tippi noch nicht gesagt. Nun, Mario, die Antwort schwebt über dir. Siehst du, wie sich die Dunkelheit am Himmel zusammenzieht? Ein Loch in der Struktur des Raumes, ein seltsames Phänomen. Im Moment ist es noch klein, aber es wird wachsen. Und am Ende wird es alles verschlingen, alle Welten und alle Dimensionen. Diese Leere wurde von Graf Knickwitz erschaffen, Besitzer des dunklen Prognostikons. Eine zauberhafte Prinzessin, ein grimmiger Monsterkönig. Ihre Verbindung wird das dunkle Herz hervorbringen, Verschlinger der Welten. Und das dunkle Herz wird den Himmel zerreißen und so die Leere bringen. Was Tippi gerade vorgetragen hat, stammt aus dem lichten Prognostikon. Weiter heißt es dort, die Leere wird alles verschlingen. Nichts kann sie stoppen, nur der Fall des Schützlings der Dunkelheit. Der Held mit der Macht der 8 Reinherzen kann dies bewerkstelligen, so heißt es. Dies ist eins der 8 Reinherzen. Du musst der Held sein, den das lichte Prognostikon vorhergesagt hat. Nur du kannst Graf Knickwitz besiegen und das Ende aller Wetten verhindern. Mario, nimm dies und bewahre die Welten vor der Zerstörung. Jawohl. Sehr gut, du bist wahrhaftig der prophezeite Held. Ich hatte recht.
Also, Mario, unser tapferer Held, nimm dies hier. Du hast ein reines Herz erhalten. Das reine Herz wurde deiner Obhut übergeben. Mario, deine erste Aufgabe, dieses reine Herz, du musst es in eine Herzsäule einsetzen. Tippi, bring dich zu ihr. Wenn du das erledigt hast, komm zu mir zurück. Hier entlang. Erscheint dieses, drücke dieses in die rote Richtung, um etwas zu betrachten oder zu reden. Und gut, liebe Freunde, das ist das erste Mal, dass wir uns endlich mal selber bewegen können nach diesem langen Prolog. Jetzt werden wir hier mal nach oben drücken. Ein Aufzug! Ach, liebe Freunde, das ist so ein schönes Spiel. Jetzt sollen wir Tippi erstmal folgen. Wir sollen ja eine kleine Quest erledigen. Hier entlang bitte. Komm mit mir. Mama, wo bist du eigentlich? Oh, hallo, das erste Mal in Flipstadt? Wir haben hier nicht viele Besucher. Also bin ich froh, dass wir uns getroffen haben. Das kann ich mir vorstellen. Mario, siehst du komisch aus. Wo kommst du denn her? Wie siehst du aus? Na gut. Jetzt fahren wir hier mit diesem Aufzug. Jetzt sind wir... Zur Herzsäule geht es hier lang. Komm bitte mit. Na, Flipstadt. Ene 3. Hör zu. Hey, weißt du etwas über das schwarze Zeug am Himmel? Sieht übel aus, aber ich habe keinen Schimmer, was es ist. Und du? Hä? Was ist denn das? War gestern noch nicht da. Ist eine Wolke explodiert? Ach, was rede ich denn da? Wenn eine Wolke explodiert wäre, wären wir nass, oder? Ja. Diese Herzsäule. Nähere dich ihr und platziere das reine Herz. Na, das machen wir doch. Ja. Sehr gut. Und jetzt zurück zu Melon. Machen wir. Vielleicht sollst du diesen Block anstoßen, bevor wir zum Erlang gehen. Gute Idee. Zip. Berühre diesen Block, um deinen Fortschritt zu speichern. So kannst du nach dem Game Over vom letzten Speicherpunkt weiterspielen. Du findest diese Blöcke an vielen Stellen. Speichere bei jeder Gelegenheit. Möchtest du dieses Spiel speichern? Na klar. Speichervorrang, bitte betätige nicht den Powerschalter. Speichervorrang beendet. So, liebe Freunde, damit haben wir den ersten Part beendet. Damit auch das ewige Prolog. Ich freue mich auf jeden Fall fürs, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.